Mit der Partie FC St. Pauli gegen Magdeburg treffen am Millerntor zwei noch ungeschlagene Teams aufeinander. 30.000 Zuschauer dürften sich also auf einen heißen Schlagabtausch freuen. Lars Ritzka stand bisher in allen drei Ligaspielen in der Startelf des FC St. Pauli. Das ist durchaus bemerkenswert, denn mit den insgesamt 257 Spielminuten stand der Linksverteidiger schon eine halbe Stunde länger auf dem Platz als in der gesamten letzten Saison. Zwei Jahre lang stand Ritzka klar im Schatten von Lead Paccarada. Doch die Geduld und harte Arbeit zahlt sich nun endlich aus. Auch wenn Paccar immer gespielt hat, war es im Training nichts Neues für mich, was wir jetzt hier im Training machen. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass meine Rolle wichtiger ist, weil es gibt immer Abgänge und Zugänge und am Ende ist die Systemfrage entscheidend. Und wie gesagt, da arbeiten wir jetzt schon über ein halbes Jahr zusammen dran und ich versuche halt das umzusetzen, was von mir gefordert ist. Drei Spiele, fünf Punkte, doch zuletzt zweimal in Folge torlose Magerkost. Defensiv stehen die Kiezkicker unter Hürzeler weiterhin stabil. Doch vorne drückt der Schuh. Extra Torschusseinheiten im Training, Fehlanzeige. Nichts Neues. Wir haben einfach so weiter trainiert und auch weiterhin Abschlüsse trainiert. Also alles beim Alten geblieben. Haben weiter natürlich versucht, Torschancen rauszuspielen. Ich habe es auch nach dem Spiel gesagt gegen Fürth. Da müssen wir halt mehr Torschancen herausspielen. Weil ich glaube, irgendwann wird dann auch der Mittelfeldspieler, der Stürmer oder der Abwehrspieler wieder bei uns treffen. Wie man Tore schießt, weiß der kommende Gegner. Mit 7 Toren an den ersten 3 Spieltagen ist der erste FC Magdeburg hinter dem HSV am treffsichersten. Und die 11 von Christian Tietz scheint auch punktetechnisch an die starke Rückrunde anzuknüpfen. Ich glaube, es treffen auf jeden Fall zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die beide über den Ball sich definieren und vor allem taktisch geprägtes Spiel. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall entscheidend sein, wer härter in die Zweikämpfe kommt, besser reinkommt im Pressing, weil wenn man einmal pennt, wird man sofort ausgespielt und da gilt der Fokus auf jeden Fall sowohl auf mit dem Ball als auch gegen den Ball voll da zu sein. Die Kiezkicker sind gegen den FCM jedoch noch ungeschlagen. Diese Serie soll auch am Sonntag weiter Bestand haben. Genauso wie die von Lars Ritzka in der Startelf.